Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich hatte mir ja die BCAAs von MyProtein bestellt und auch konsumiert mit dem Geschmack Beeren. Die ganze Zeit über habe ich die genommen. Und bei meiner letzten Bestellung, da es so ein gutes Angebot war, habe ich mir gedacht, ich probiere einfach mal die IBCAAs oder IBCAAs. Ich weiß nicht, ob das I für Instant steht oder so, aber das sind genauso wie die BCAAs, essentielle Aminosäuren, die sich aber besser auflösen können. Deswegen nicht nur BCAAs, sondern halt IBCAAs. Und ich probiere die hier gerade aus. Ich habe ein bisschen Wasser dazu getan. Einen kleinen Scoop davon, das waren 15 Gramm. Ich wollte eigentlich 10, aber na gut, dann sind halt 15. Und die lösen sich, ich kann es sofort sagen, viel, viel besser auf als die normalen BCAAs. Ich habe 1 Kilo durch das Angebot für 30 Euro bekommen. Für BCAAs ist das ein sensationeller Preis. Und vor allem für die guten, also die gut löslichen. Ihr könnt die anderen, die normalen auch natürlich auch nehmen und dann richtig shaken. Dann werden sie sich auch auflösen. Aber ich trinke die manchmal so ohne Deckel, damit ich so eine Gabel oder so oder Löffel umrühren kann. Und die anderen haben sich nicht so gut aufgelöst, deswegen wollte ich die probieren. Mit dem Geschmack Traube. Und die haben voll die komischen Farben, alles durcheinander. Blau, Rot, Grün, alles durcheinander. Und wenn man sie dann vermischt, dann sind sie so lila. Ja. Boah, das ist auf jeden Fall zu wenig Wasser. Ey. Zu süß. Zu süß, aber... Also lecker ist das nicht, aber man kann es trinken. Ich finde das extrem schwer, BCAAs lecker zu machen, weil die sind, also wer schon mal geschmacksneutrale BCAAs probiert hat, die sind so ekelhaft, die kriegt man gar nicht getrunken. Deswegen, ich bin ja immer für Naturprodukte und so, aber da muss ich einfach mit Geschmack nehmen bei den BCAAs, weil die sind echt eklig. Das zweitekligste Supplement, was ich bisher kenne, das ekligste ist Glucosamin. Aber sind nicht besonders lecker. Süß, bitter, nach Traube, das schmeckt eher so nach, ja, ein bisschen Traube, vielleicht nach Sirup. Traubensirup mit richtig viel Zucker, obwohl da ja kein Zucker drin ist. Naja, ich habe auch zu viel genommen, 10 Gramm. Mit vielleicht 300 Milliliter Wasser wären vielleicht so perfekt gewesen, aber egal, ich werde die jetzt trotzdem nehmen, weil sie mir eh mal in der Diät helfen. Das ist mein Gefühl, aber ich kann es nicht beweisen. Trotzdem nehme ich sie. Puh, das ist einfach eine Kopfsache. Ich habe hier hinter mir eine Mahlzeit, und zwar eine Low Carb Mahlzeit, und zwar meine erste für heute. Und dazu muss ich etwas sagen. Also erstens, ich fühle mich überhaupt nicht, als würde ich mich gesund ernähren irgendwie, weil einfach so viel Fett dabei ist. Aber andererseits muss ich sagen, das bringt richtig Spaß, sich so zu ernähren. Und ich muss sagen, also ich weiß gerade nicht, ob es mir vielleicht sogar besser gefällt bei manchen Mahlzeiten als Low Fat, muss ich echt sagen. Es macht mir momentan nicht so viel aus, dass ich wenig Kohlenhydrate zu mir nehmen muss. Ehrlich gesagt, ja, wie gesagt, bringt es einfach Spaß, weil so viel Fett dabei ist. Und zwar habe ich mir 2 Mahlzeiten hier gezaubert, die ich früher in der Kindheit sehr oft gegessen habe. Und zwar ist es die beste Art, Thunfisch aus der Dose zuzubereiten, und die beste Art, gekochte Eier zuzubereiten oder allgemein Eier. Und ich zeige euch das mal. Ich habe das früher, das sind 2 polnische Gerichte. Die beste Art, Eier zu essen, die es gibt, finde ich, einfach kochen. Nicht ganz hart, also wie man es mag. Ich mag es noch einen Tick flüssig, seht ihr das Eigelb. Mit polnischer Mayonnaise, Schnittlauch und ein wenig Salz. Dann habe ich hier noch so einen richtig geilen, teuren Käse. Cambozola heißt das, mit richtig viel Fett. Und der schmeckt so intensiv und einfach nur sowas von lecker. Und hier habe ich die beste Art, Thunfisch aus der Dose zu bereiten. Thunfisch, Mais, Frühlingszwiebeln, bisschen Tomaten, bisschen Gurke, Salz, Pfeffer und wieder polnische Mayonnaise. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nimmt keine deutsche Mayonnaise, es tut mir leid.
meine deutschen Freunde, aber da kommt ihr leider nicht ran. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen polnischen Laden irgendwo in der Nähe, holt euch polnische Mayonnaise. Und falls ihr die Möglichkeit habt, viel Fett zu essen in eurer Diät oder Aufbau, dann holt euch die bitte und macht euch das und macht euch das. Und ihr werdet es nur noch essen wollen. Ich habe das früher als Kind gegessen, ich habe mich so daran drin verliebt. Ich konnte es nie essen, weil ich immer low fat war, immer low fat. Und jetzt kann ich das endlich nach Jahren wieder essen. Und das sind wirklich, das gehört zu meinen beiden Lieblingsgerichten. Es hat so viel Eiweiß. Außerdem habe ich mir einen der momentan leckersten, ich weiß nicht, ich übertreibe ein bisschen, aber einen der momentan leckersten Proteinshakes zubereitet. Und zwar ganz einfach: Impact Whey Protein, geschmacksneutral, Milch, fettarme Milch und Flav Drops, weiße Schokoladegeschmack mit ein bisschen Kakaopulver und ein paar Schokostreuseln, 1 Gramm oder so. Einfach nur, damit es gut aussieht. Aber der Shake ist der Hammer. Also übrigens Links in der Beschreibung für die, die es interessiert. Und ansonsten, ja, natürlich kann man weniger essen als in der Low-Fat-Diät. Habt ihr wohl gemerkt. Das sind keine großen Portionen. Warum? Weil Fett einfach kaloriendichter ist als Kohlenhydrate. Kohlenhydrate haben circa 4 Kalorien auf 1 Gramm und Fett hat einfach 9 Kalorien auf 1 Gramm, ja, circa. Deswegen kann man davon weniger essen, wenn man in der Diät ist, weil man seine Kalorien schneller zu sich nimmt, weil man, wie gesagt, so viel Fett zu sich nimmt. Und zwar sind das 83 Gramm Fett, die ich jetzt hier zu mir nehme in dieser kleinen Mahlzeit, 44 Gramm Kohlenhydrate nur, beziehungsweise 45 aufgerundet, und fast 120 Gramm Eiweiß und 1400 Kalorien. Also ich bin momentan echt kurz davor, meine kompletten Kalorien auf einmal zu essen, weil morgens habe ich eh keinen Hunger. Ich trinke dann Kaffee, ich trinke dann Tee, ich nehme dann meine Supplements, da kann ich richtig lange aushalten ohne Essen. Und dann, irgendwann kriege ich Hunger, dann gehe ich zum Training, dann mache ich Cardio, dann kriege ich so Hunger, dann haue ich mir alles auf einmal rein. Und dann kann ich, da ich so voll bin, wieder bis abends locker aushalten. Außerdem habe ich das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass bei Low Carb, dass man dann mehr satt wird von dem ganzen Fett. Kann es sein? Ist es bei euch auch so, dass Fett euch satt macht, mehr als Kohlenhydrate? Weil zum Beispiel von Pommes, wenn ich selbstgemachte Pommes esse, kann ich vielleicht ungefähr 2 Kilo essen, ja? Und ich denke, ich sag euch nochmal Bescheid, ich melde mich gleich wieder, ob ich davon satt geworden bin oder nicht. Aber ich freue mich auf dieses ganze verschissene Fett. Boah, das war echt heftig. Ich bin so voll. Ich könnte gar nichts mehr essen. Waren ja auch schließlich 1400 Kalorien, aber trotzdem, wenn ich Low Fat mache und so viel esse, dann habe ich immer noch Bock auf irgendwie ein Quest Bar oder ein Riegel oder eine kleine Tüte Reischips oder sowas. Aber jetzt habe ich irgendwie auf gar nichts Lust. Na gut, ich hatte auch den Proteinshake, der war auch ein bisschen süß. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass ich satter geworden bin. Ja, und ich habe auch außerdem noch das Gefühl, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich gecheatet habe und mich gar nicht richtig fitnessgerecht ernährt habe. Dabei war das ein gutes Beispiel für eine Low-Carb-Mahlzeit. Ich muss mich da noch ein bisschen so dran gewöhnen. Zweite und letzte Mahlzeit wird etwas mehr Carbs enthalten. Carbs enthalten, als ich eigentlich darf. Denn ich wollte unbedingt noch ein paar Vitamine essen. Und deshalb werde ich eine Banane essen mit dem Maiba Zero in der Mitte durchgeschnitten. In der Mikrowelle werde ich das schmelzen für ein paar Sekunden. Ich hoffe, das wird gut. Dann eine Karotte und Rispellis und ein Iron Max Cookies and Cream Proteinjoghurt. Durch die Banane 25 Gramm Carbs, die hier 5 Gramm Carbs, das hier 30 Gramm sogar, das denke ich mal nur 1-2 Gramm und der hier auch nur 2,5 Gramm. Trotzdem, vor allem durch die Banane und die Rispellis kommen ein paar Kohlenhydrate zustande. Und ja, nützt nichts, habe ich heute halt wieder nicht ganz geschafft, aber immerhin 118 Gramm Carbs, ist auch okay, 180 Gramm Eiweiß, 96 Gramm Fett und 2000 Kalorien. Also das Wichtigste ist immer, dass man die Kalorien einhält. Bei den Kohlenhydraten
und dem Fett kann man ein bisschen variieren. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, da 10, 20 Gramm mehr oder weniger zu haben. Und die Proteine sollte man schon treffen, denn die Proteine sind ja, wie wir alle wissen, sehr wichtig für den Muskelaufbau und auch für den Muskelmasseerhalt. Oh, es ist schon 3 Uhr. Ich muss unbedingt das jetzt schnell duschen, das noch essen danach, dann schnell pennen gehen, weil morgen kommen ja Nils und Arm hier. Das heißt, morgen werdet ihr ein Video sehen. Scheiße, ich hatte hier einen Pickel. Video sehen von mir und den beiden und vielleicht noch ein paar anderen Special Guests. Und daraufhin, am Sonntag fahre ich nach Polen. Das heißt, ihr werdet, wo ich in Polen bin, weil da will ich ein bisschen chillen, mich ein bisschen ausruhen, abschalten. Ich werde dort auch keine Diät machen, weil in Polen eine Diät machen ist unmöglich mit dem Angebot an Essen, was es dort gibt. Ich denke mal, ich werde dort nicht so viele Videos machen, vielleicht nur ein Video, um euch zu zeigen, wie ich gecheatet habe, 3 Tage lang. Und ja, ich habe mir das gut überlegt, ich werde das einfach machen und danach dann 3 Wochen lang bis zu FIBO gar keinen Cheat Day mehr machen. Weil es lohnt sich einfach, wenn man in Polen ist, dann richtig reinzuhauen. Und ich weiß, dass meine Tante, meine beiden Tanten und mein Onkel mir da richtig viel anbieten werden. Und es ist irgendwie scheiße, sollen alle was Geiles essen und du hast da dein Hähnchen mit Brokkoli oder was weiß ich. Also ich bin nicht einer, also deswegen, wenn ich eine Diät mache, dann bin ich schon am liebsten zu Hause und koche für mich selber, weil wenn man woanders ist, dann ist ein bisschen unhöflich abzusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, dort wird keine Diät gemacht. Ich werde meine Lieblingssachen essen. Ich werde sowas von cheaten. Und ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Und das klingt auch meiner Meinung nach ein bisschen Bro Scientific, aber ich finde, wenn man so 3 Tage lang normal wieder isst, dann denkt der Körper so ein auf den, ja okay, er macht keine Diät mehr, ich gehe wieder aus dem Sparmodus raus, ich verbrenne wieder mehr Kalorien, und wenn ihr dann wieder in die Diät reingeht, dann nehmt ihr noch schneller ab. Wieder so eine Sache, die ich nicht beweisen kann, aber die in meinem Kopf drin ist. Und deswegen rede ich mir das so schön, damit ich da schön cheaten kann. Und ja, deswegen werdet ihr von Nils, Amir, mir und ja, ein paar anderen Leuten vielleicht in den nächsten Tagen mehrere Videos sehen, ja, wo ich in Polen bin, werde ich die dann hochladen. Ich hoffe, das ist okay für euch, und wenn ich wieder in Hamburg bin, dann melde ich mich, aber soweit ist es noch nicht. Ich melde mich erst morgen wieder mit einem geilen Training und mal schauen, was wir noch so machen. Okay, Fitnessfreunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.